Hey Freunde, ich bin Slami und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, das heutige Video war wirklich mega abgefahren, denn zuerst war ich mit meinem Sohn Leo unterwegs in einem Wald, aber wir wurden von Monstern angegriffen und haben uns dann verlaufen und wurden dann einfach getrennt. Aber Leute, dann habe ich meinen Sohn Leo gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden, sondern ich bin auf Huggy Wuggy und seine Frau gestoßen. Aber Freunde, was dann passiert ist, das war einfach nur abgefahren. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Ende, dann seht ihr, was das für ein krasses Abenteuer war, oder Leo? Oh ja, das war wirklich einfach nur crazy. Aber Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr Videos mit Huggy Wuggy sehen wollt, oder Lami? Ganz genau. Und Freunde, jetzt wünsche ich euch wirklich viel Spaß mit dem Video. Oh, Leo, wo bist du denn? Ich werde hier von den ganzen Zombies verfolgt. Wo bist du? Bei mir sind auch ganz viele Zombies und Skelette. Hilfe, Papa! Oh, oh, Leo, ich komme zu dir. Wo bist du denn? Oh, ich muss hier verschwinden. Hilfe! Leo, ich komme! Wo bin ich? Hallo? Wo ist Leo? Hey, Leo, wo bist du? Moment mal, wo bin ich denn hier überhaupt? Oh Gott, ich habe mich verlaufen von den ganzen Zombies und Skeletten, die mich verfolgt haben. Und das Schlimmste ist, ich habe meinen Sohn Leo verloren. Leo, wo bist du? Oh Gott, was ist das denn da vorne? Ist es ein Haus? Vielleicht ist Leo in diesem Haus. Oh, das sieht aber irgendwie mega gruselig aus. Sollte ich da reingehen? Vielleicht versteckt sich ja Leo wirklich da drinne. Das wäre natürlich mega cool. Hey Leo, bist du da drinne? Ich muss jetzt auf jeden Fall da vorbeigucken. Hey kleiner Junge, hast du dich verlaufen? Wer redet da denn mit mir? Wow, was bist du denn? Hab keine Angst vor mir. Ich sehe nur gruselig aus, aber ich bin ganz, ganz lieb. Irgendwie erinnerst du mich an Huggy Wuggy. Du siehst genauso aus wie Huggy Wuggy, nur in Pink. Ja, ich bin ja auch Huggy Wuggys Frau. Ich bin mit Huggy Wuggy verheiratet. Kennst du etwa schon meinen Mann Huggy Wuggy? Ja, den kenne ich aus dem Horrorspiel und so, Poppy Playtime. Aber, sag mal, du willst mich jetzt nicht aufessen oder so, oder? Nein, Quatsch. Ich sehe nur gruselig aus. Aber du musst mir vertrauen. Ich bin wirklich ganz, ganz lieb. Das sind nur die Vorurteile, die du gegen mich hast. Ich bin wirklich nicht gruselig und ich möchte dir nichts Böses. Ich will dir nur helfen, kleiner Junge. Okay. Ich glaube, dann vertraue ich dir einfach mal. Sag mal, hast du vielleicht einen kleinen Jungen gesehen? Der sieht ungefähr so aus wie ich in einem grünen T-Shirt. Mein Sohn Leo, ich habe ihn verloren. Was? Du hast deinen Sohn verloren? Das ist aber gar nicht gut. Und sag mal, hier ist es ja draußen so kalt und dunkel. Wo wohnst du denn hier eigentlich? Ich wohne eigentlich ganz hinten in der Stadt, aber ich komme da jetzt leider nicht hin. Und es ist wirklich so kalt und dunkel. Ich würde am liebsten irgendwo schlafen. Dann komm doch einfach zu mir nach Hause. Das Haus von mir ist direkt gleich hier vorne. Und du kannst ja einfach übernachten, wenn du willst. Oh, das ist wirklich mega lieb. Aber wo ist denn mein Sohn Leo? Ach, keine Sorge. Den suche ich gleich. Den finden wir schon. Mach dir keine Sorgen um deinen Sohn. Ich suche den gleich schon hier irgendwo im Wald. Ich kenne mich hier wirklich ganz, ganz gut aus. Oh, das würdest du wirklich für mich machen? Aber natürlich, geh einfach in das Haus. Dort wartet mein Mann Huggy Wuggy auf dich. Alles klar, dann danke dir. Wow, das ist wirklich mega nett. Ich dachte, Huggy Wuggy wäre immer böse, aber die sind ja mal heute mega lieb. Na gut, dann wollen wir mal ins Haus gehen und... hi Huggy Wuggy, ich komm von deiner Frau, diese pinke Kreatur da. Okay. Dann bist du hier herzlich willkommen. Und wirklich, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich sehe nur gruselig aus. Aber ich bin wirklich ganz, ganz lieb. Ich habe ein gutes Herz. Oh, das freut mich ja wirklich mega. Ich hatte eigentlich immer Angst vor dir. Aber wenn du mir versprichst, dass du lieb bist, dann glaube ich dir einfach. Ich bin auch schon mega müde. Kann ich mich hier vielleicht irgendwo schlafen legen? Vielleicht, da oben oder so? Nein. Du kannst ruhig hier bleiben. Nach oben musst du nicht gehen. Da ist sowieso verschlossen. Da ist nur so ein Abstellraum. Da brauchst du nicht hingehen. Oh, alles klar.
Na gut, dann lege ich mich einfach mal hier hin und leg mich schlafen. Aber Moment mal, mein Sohn Leo. Hey, kannst du vielleicht meinen Sohn Leo suchen? Na, dein Sohn Leo? Na gut, den kann ich natürlich suchen gehen. Leg dich einfach schlafen, entspann dich etwas. Oh, das ist gut. Ich muss meinen Sohn Leo finden. Der Kleine ist eingeschlafen. Oh, Schatzi, das hast du wirklich toll gemacht. Jetzt haben wir nicht nur den kleinen Leo eingefangen, sondern auch den Lami. Wenn der wüsste, dass sein Sohn oben im Dachboden gefangen ist. Das haben wir wirklich toll gemacht, Schatz. Oh, ja, wir sind wirklich die Besten. Und jetzt, wo sie schlafen, können wir sie endlich in den heißen Topf schmeißen und sie aufessen. Ich werde aus denen eine Lami-Suppe machen. Oh ja, ich hab schon so Hunger auf Menschenfleisch. Die denken wirklich, dass wir beide lieb sind. Ich würde sagen, dann lass uns mal den großen Topf holen und ein bisschen Holz, damit wir aus denen Suppe machen können. Oh ja, ich hole mal ein bisschen Holz und den großen Topf. Ja, und dann werden wir Leo und Lami aufessen. Ja. Ich muss Leo finden. Leo. Leo. Oh, Hilfe! Leo, 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 Moment mal, wo bist du? Ich bin mir gerade sicher, dass ich Leos Stimme gehört habe. Moment mal. Ist der vielleicht hier irgendwo? Oh, Moment mal. Leo, wo bist du? Oh, Papa, bist du das? Moment mal, wo ist er denn? Das kommt doch von oben. Ist mein Sohn Leo etwa auf dem Dachboden gefangen? Moment mal, Leo! Oh, Leo, die Falltür ist verschlossen. Freunde, ich habe eine böse Vorahnung. Ich durfte nicht nach oben, weil mein Sohn Leo da oben gefangen ist. Nein, 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 das stimmt nicht, oder? Die Huggy-Wuggies waren ziemlich lieb, aber das sind ja doch Killer. Eigentlich darf ich dir noch gar nicht vertrauen. Leo, ich komm jetzt da rein. Moment mal, ich mache jetzt sofort die Tür kaputt und komm schon. Und jetzt geh endlich kaputt, du blöde Tür. Und? Leo? Bist du hier? Leo! Papa, der Huggy-Wuggy hat mich entführt und hier oben eingesperrt. Oh, Leo, warte, wir dürfen nicht so laut sein. Ich glaube, die beiden sind gerade unterwegs, aber ich dachte, die wären lieb. Oh, ja, das haben die bei mir auch gesagt. Dann bin ich eingeschlafen und dann haben die mich auf den Dachboden gestellt und haben mich verprügelt. Und dann haben die gesagt, die wollen aus mir Suppe machen. Das war so gruselig. Oh, oh, Leo, ich glaube, die kommen gleich zurück und wollen uns aufessen. Wir müssen hier schnell verschwinden, Leo. Oh, aber ganz, ganz schnell, los geht's, Papa. Okay, wir müssen schnell nach unten gehen. So, komm einfach mit, Leo. Und warte mal. Wo wollt ihr denn hin? Na, hast du deinen Sohn endlich gefunden? Oh, da ist ja der kleine Leo. Wo war der denn? Oh, oh, Papa, was sollen wir denn jetzt nur tun? Leo, ich weiß auch nicht. Ihr habt keine Chance zu flüchten. Wir haben einen Mordshunger und wir wollen euch aufessen. Stimmt es, Schatzi? Das kannst du laut sagen. Lami, dich knüpfe ich mir vor. Aus dir mache ich Tomatensuppe. Oh, Leo, das ist gar nicht gut. Wir müssen jetzt schnell verschwinden, okay? Auf drei laufen wir los, ja? Oh, ich hab so Angst, Papa. Okay, keine Angst haben, Leo. Einfach loslaufen, okay? Auf eins, zwei und lauf, Leo! Wo wollt ihr denn hin? Ihr könnt nirgendwo hinlaufen. Papa, lauf, die verfolgen uns! Oh, das ist gar nicht gut. Hey, Leo, ich weiß nicht, wo wir sind. Ihr habt keinen Ausweg. Wir werden euch aufessen. Kommt her, wir werden aus euch Suppe machen. Ich hab so einen Hunger. Oh, Papa, ich glaube, die haben sie abgehängt. Oh, Leo, das war so gruselig. Die wollten uns wirklich aufessen. Es ist so dunkel und kalt. Was sollen wir machen, Leo? Oh, Papa, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Wir müssen jetzt ein paar Schwerter machen und müssen die vermöbeln.
Oh, Leo, da hast du auf jeden Fall recht. Lass uns einfach aus dem Holz da vorne ein paar Schwerter craften und dann werden wir die zwei auf jeden Fall hinrichten. Oh, yeah! Nami Familie Power! Okay, Leo, ich mache jetzt die zwei Schwerter für uns. So, zwei Holzschwerter. Ich hoffe, das wird genügen. Hier, bitteschön, eins für dich und eins für mich. Und jetzt müssen wir die Huggy Wuggies verkloppen gehen. Oh, ich bin schon so bereit, ey. Okay, Leo, wir sind beide ausgerüstet. Wir gehen jetzt zurück zum Haus und vermöbeln diese blöden Huggy Wuggies. Oh, los geht's, Papa. Wir müssen die vermöbeln. Oh ja, und da sind wir wieder. Ihr wollt also doch sterben. Ihr habt, das war eure einzige Chance abzuhauen. Aber jetzt seid ihr wirklich tot. Ihr seid so dumm, ey. Wie könnt ihr wiederkommen? Das war wirklich eure einzige Chance. Aber jetzt werden wir euch aufessen. Oh oh, die sind ja gar nicht mal so schwach, wie ich dachte. Papa, irgendwie sind die so gruselig, ey. Aber Leo, wir werden die auf jeden Fall vermöbeln. Komm schon, Leo, wir schaffen das. Die sind nicht stark, die sehen einfach nur so gruselig aus. Komm schon, eine... Wir haben beide besiegt. Wir sind die Stärksten. Alter, was war das denn für ein Abenteuer? Das war mal wirklich ein Vater- und Sohn-Erlebnis, oder, Leo? Das war der gruseligste, aber auch der abenteuerlichste Tag in meinem ganzen Leben, Papa. Oh, stimmt. Und was lernen wir daraus? Ende gut, alles gut. Aber Freunde, falls euch das Video gefallen hat, wie wir mit Leo dieses Abenteuer erlebt haben im Huggy Wuggy Haus, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mehr Videos mit Huggy Wuggy sehen wollt. Checkt auf jeden Fall noch den Kanal von meiner Freundin Emily ab, denn bei ihr gibt es natürlich auch coole Minecraft- und Roblox-Videos. Also Freunde, abonniert alle meine Freundin Emily. Und jetzt könnt ihr auf jeden Fall noch die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega krass geworden. Und ansonsten sehen wir uns morgen bei einem neuen Video wieder. Und ciao!